Team. Aber. Grüß euch, ich bin die Selina Gscheider. Und ich bin die Magdalena Quintus. Und wir erzählen euch heute was über unseren guten Freund, unseren ständigen Wegbegleiter. Unseren inneren Schweinehund. Ah, so ein kleines Stück Schokolade, das war ja jetzt gut, oder? Du weißt ja, eigentlich war ich auf einer Diät, Low Carb und so. Kennst du ja. Diät. 4 Wochen, sagt es für ein Blödsinn jetzt schon. 4 Wochen, 4 verschiedene Diäten. Keine 3 Tage hält es den Blödsinn durch. Aber ja, la Magda, Low Carb, aber ich hoffe, der Schokolade, der zerrinnt nicht da im Kuchikastel. Schaut drum. Jetzt weißt du was, ich bin auf einer Diät, verstehst? Ich will da endlich abnehmen und du versaust mir das wieder. Das geht einfach nicht. Magda, ich will nur das Beste für dich. Ja, los. Ich will nur, dass es dir gut geht. Ja, verstehst? Dann hol ich mir jetzt einen Apfel. Aber, verstehst? Einmal gesund und so. Gesund. Ein Apfel hol ich sie. Und dabei möchtet ihr ja auch nicht mehr. Low Carb, gell? Gesund Apfel, gell? Mahlzeit. Ja, danke. Aber ein Apfel mit einem Schokoüberzug, ja, der war doch viel besser, wenn man reinbeißt und der Saft vom Apfel spritzt, aber trotzdem der gute Schokogenuss auf der Zunge zerrinnt. Sag ich dir mal eins. Die brauchen das viel mehr aus wie, verstehst? Ja, aber ich will bei dir bleiben, Magda. Ich will dir helfen. Ja, ich brauch die aber nicht. Kannst du ja mal weggehen. Nein. Ich brauch die einfach nicht, hey. Magda, ich weiß, dass du innerlich den Schokolade willst. Du willst den Schokolade aus der Küche. Du willst den Geruch von Schokolade riechen. Du willst spüren, wie der gut auf der Zunge zergeht. Du regst mich schon auf, ich kann es dir gar nicht sagen, jetzt hol mir den Schoko, verstehst du, das ist ein kleines Stück, aber das mache ich nur wegen dir, nur wegen dir, nur wegen dir, sagst du, nur wegen dir. Zuerst noch groß geredet, eine Diät. Gleich kommt es mit dem Winterspeck auch noch daher. Was hast du jetzt gesagt? Gegen meinen Winterspeck, hast du gegen das nicht auch ein Problem oder was? Nein, ich habe kein Problem, mein Winter ist vorbei, wie alle sagt, wir sind im Frühling, die Sonne scheint meistens, also... Du hast keinen Winterspeck mehr, das haben sie schon längst zu Frühlingsrollen mutiert und Frühlingsrollen mag doch jeder, oder? Ja, danke, jetzt siehst du mich auch noch, ey. Hab was Besseres verdient im Leben, kann ich gleich heimgehen. Danke, schön was. Jetzt, ich hab da gerade positiv erklärt, dass die alle lieben, auch mit Frühlingsrollen. Isst du mir jetzt trotzdem noch einen Schoko? Isst dein Schoko, setz dich hin. Aber ich weiß, dass er der Schott wegen deiner Diät. Aber ich kenne ganz eine Klasse, die weiß, man sowieso erst am Mittwoch starten kann. Na echt jetzt? Ja, und das starten wir dann gemeinsam durch. Na, Wahnsinn! Und eigentlich hätten wir den Schokolade jetzt wirklich gegessen, ja. Aber leider hat uns der Schweinehund beim Abendessen auch ein bisschen überfallen. Ja, wir wollten eigentlich nur 2 Donuts essen, dann haben wir 3 gegessen. Eben nur einen 4. in der Tasche. Und so kommt man wieder drauf, der innere Schweinehund, er begleitet uns einfach jeden Tag. Er ist unser Freund und Helfer in jeder Situation. Weil er will nicht, dass wir an Unterernährung sterben. Danke.